Ja, und los geht's. Willkommen zum Video. Nach langer Zeit spiele ich mal wieder eine Runde One Piece Pirate Warriors. Ui, jetzt bin ich erstmal gegen das Mikro vor das Brett gegengehauen. Ja, wir sind gerade im Stream. Wir haben es 20 vor 1 und ich dachte mir, heute ist mal wieder ein guter Tag zum One Piece Song. Und wir wollen die Story weitermachen. Das Geschichtslogbuch. Wir waren. Was? Wir waren schon. Schlacht um Marineford? Alabasta? Ach so, okay, das fängt. Ah, okay. Wir sind schon bei Marineford. Arg. Ja, so ungefähr. Als Gott den Orientierungssinn verteilt hat, habe ich den Veranstaltungsort gesucht. Ja. Ich habe erstmal verschlafen, ne? Und ihn dann auch gesucht. Gut, ja, wir starten direkt rein in den Marinevorarg. Ja, wir hatten hier schon angefangen. Ach so, nee, wir waren auch. Okay. Okay, hier sind wir jetzt. Sag nicht, wir können jetzt Whitebeard spielen. Okay, wir hören erstmal rein. Bartholomew Kumani tobasareta Luffy ga tadoritsuita no wa Oka Shichibukai Boa Hancock ga osameru Nyōgashima Amazon Lily datta. Toushō, kimama ni furumau Luffy wo tekishi suru Hancock datta ga yagate Luffy no taiki ni furete kokoro wo yurushi sukkari horekonde shimau. Sonna naka 重大な事件が報じられる。黒ひげマーシャル・ディ・ティーチがルフィの兄エースを捕らえ新たに七部会に任じられたという。エースが海軍によって公開処刑されることを知ったルフィはハンコックの助力を得て兄が幽閉されているインペルダウンに潜入。そこでバギーや元バロックワークスのエージェントたち革命軍幹部イワンコフら囚人たちの協力で最下層に到達するが、エースは海軍本部に移送されていた。俺、行くよ、海軍本部。もし諦めたら、悔いが残る。上層階への通路を塞がれた一行は、さらにかつての強敵、クロコダイル、戦争に反対して投獄された桜花七部会、海峡のジンベエを加え、脱出を図る。そんなルフィたちの前に意外な男が現れる。かつてジャヤで出会いエースを捕らえて海軍に引き渡した張本人黒ひげであった。ずはははは、久しぶりだな麦わら。もうすぐ始まるぞ、おめえの兄貴の公開処刑がよ。ずはははは。黒ひげに挑発され、怒りに任せて戦いを挑むルフィだが、ジンベエの説得によりエースの救出を優先してインペルダウンを脱出する。しかし海軍本部へ続く航路上には正義の門が立ちはだかる。それを開くためミスター2はただ一人獄内に残った。ボンちゃん、門がもう閉まる。俺たち行くよ。ありがとう麦ちゃん。必ず兄貴作ってこいや。ミスター2の覚悟を胸に海軍本部マリンフォードへ向かうルフィたち。そこにはすでに海軍大将や桜花七部会海兵の大軍勢が集結していた。公開処刑を前に海軍本部元帥千石はこの戦争の意義について語る。それはエースの生い立ちに関する驚くべき事実であった。Alter, was? Wir können einfach frickin' Whitebeard spielen? Okay, also wenn ich jetzt einmal die Möglichkeit habe, ne? Dann instant Whitebeard. Muss sein. Ja, der Arc war mega. Also, da kannst du sagen, was du willst. Also,
Also ich glaube, Marineford ist somit mein Zweitlieblings-Arc im gesamten Geschehen bis jetzt. Aber ich weiß nicht, einfach mit der gesamten Story, mit der Vorstory, mit der Backstory und so von Enies Lobby, muss ich sagen, Enies Lobby gefällt mir immer noch am allerbesten. Mit dem ganzen um Robin drum, dann kommt Frankie so halb erst dazu und dann ja, dieser Anfang vom Kampf gegen die Weltregierung und oh, ist so geil, ey, wirklich. Und dann das mit Lämpchen und so, ey, wirklich. War das erste Mal, dass ich wegen eines Animes geheult habe und auch mit das einzige Mal, als die Flying Lamp untergegangen ist. Muss ich ja offen und ehrlich zugeben. Weil ich sagen muss, wenn ich die Szene heute sehe, dann muss ich auch immer noch heulen. マリンフォード白ひげ海賊団との決戦に備え海軍大将や大岡七部会をはじめとした大軍勢が集結していた。公開処刑を前に海軍本部元帥戦国はこの戦争の意義について語る。諸君らに話しておくことがある。ポートガス D.Aceこの男が 今日ここで死ぬことの大きな意味について。エース、お前の父親の名を言ってみろ。俺の父親は白ひげだ。違う。違わねえ。白ひげだけだ。他にはいねえ。当時 我々はかすかな情報を頼りに必死に探したのだ。あの男の子供がいるかもしれないと。世界最大の悪の血を引いて生まれてきた子供、それがお前だ。知らんわけではあるまい。お前の父親はカイゾク王ゴールドロジャーだ。 Okay, Einhorn. Ich habe mich gefreut, dass du lange am Start gewesen bist. Wir sehen uns morgen wieder, ne? Schlaf gut, ciao, ciao. Ja, Frankie ist so ein bisschen, mal mag man ihn, mal ist er irgendwie komisch, so. Er ist jetzt auch nicht so mein Favorite. Aber es war irgendwie alles so, ne? Aber alles so zusammen. かつてのライバルの息子を自分の船に乗せた。違う。俺が親父を海賊王にするためにあの船に。そう思っているのはお前だけだ。現に我々が迂闊に手を出せなくなった。 お前は白ひげに守られていたんだ。そして放置すれば必ず海賊次世代の頂点に立つ資質を発揮し始める。だからこそここでお前の首を取ることには大きな意味がある。Hier kommt Sengoku ganz anders rüber als im Anime, finde ich zumindest. Masako! Wanai! Kaite ni kaya! Moby Dick Go ga kita! Shirohige! So episch, Alter. 何十年ぶりだ戦国。俺の愛する息子は無事なんだろうな。グララララララ。ちょっと待ってな、エース。親父。
ey, wirklich. Ich krieg schon wieder Bock auf den ganzen Arc. Was ist das denn für ein Bild gewesen, hä? Was war das denn? Nicht genug Geld gehabt, um es zu animieren? Nee, die passen echt nicht so, ne? Die Mundbewegung. Ich muss jetzt gerade die ganze Zeit auf den Dingens gucken. Auf den Mund. Danke dir, Anja. Ach ja, Mr. Three war ja auch mit rausgekommen. Hier zum Urisplatz und rette Ace. Okay, wenn irgendwer anders besiegt wird, juckt nicht. Aber Hauptsache, die drei werden nicht besiegt. Na gut. Setzt die Segel und los. Alles gut. Okay. Alter, er ist halt so riesig, ne? Und komm. So. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Okay, da bin ich. Ich laufe in die falsche Richtung. Anja sagt bitte nichts, ja? Das ist nett von dir. Super aufmerksam.
Okay, gut. So. Und zack. Doflamingo. Nani ga okashii ka tte? Kono jidai no mannaka ni iru kanji sa. Shimatta! Omae ra, ore kara hanareru! Yamero! Doflamingo! Aizoku ga aku, kaigun ga seigi? そんなものはいくらでも塗り替えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。正義は勝つって、そりゃそうだろう。勝者だけが正義だ。Schon damals so ein Psycho gewesen. Mihawk kämpft sich durchs Eis. Ein neuer Weg ist aufgetaucht. Oh, das ist ja cool, dass sich die Maps hier auch so dann verändern. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt machen muss. Alter, was macht er denn? Okay, das hat auf jeden Fall gesessen. I guess. Was ist das mit Smoker? Okay, Smoker haben wir besiegt. Dann schau mal. Hier hinten ist noch irgendwas. Okay, dem haben wir gerne auf sein großes, vorlautes Mundwerk, dem guten Doflamingo. Oder Deflamingo, wie er eigentlich geschrieben wird. Okay, den haben wir schon mal weg.
Wo muss ich lang? Hier links. Hä? Nee, hä? Hier. Nee, falsche Richtung. Ich bin so lost on this map. Hey, wie komme ich denn? Ach ja. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Jetzt müssen wir hier auf jeden Fall auch noch Marinesoldaten mit dem guten Diamond Josue bekämpfen. Ach so, und da haben wir Mihawk. Alter, was wir für ein Damage machen. Ist ja insane. Okay, Mihawk haben wir auch besiegt.